Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Hearthstone, dem Solo-Modus von Dr. Booms Geheimlabor in der dritten Sektion, nämlich Tabula Rasa. Ich bin sehr gespannt. Wir fangen direkt an mit dem Dendrologen Dexter. Wir haben Saat zu pflanzen. Diesen Professor Florbi haben wir schon gesehen, und zwar ist er eine Karte aus der neuesten Erweiterung. Dendrologe Dexter kompostiert alle Diener auf dem Schlachtfeld. Dexter braucht Anbaufläche für seine Gewächse. Was mag er da wohl anbauen? Vielleicht beliefert er Kanada. Ihr wisst schon, was ich meine. Die waren ja offenbar sehr zügig mit dem Wegrauchen. Globsche Glibber. Okay. Also ist Globschen jetzt ein Verb, ja? Also man kann etwas globschen. Ich globsche mich immer unter der Dusche. Tabula Rasa räumt alle Diener vom Schlachtfeld. Ach, deswegen Tabula Rasa. Schon klar. Ich hab den Schlag im Wirt, Boss. Tabula Rasa bedeutet in diesem Fall, oder beziehungsweise bedeutet ja so viel wie, kein einziger Diener mehr auf dem Feld verbleiben. Okay, so unbeschriebenes Blatt würde ich jetzt mal sagen. Das ist relativ einfach. Wir haben den tollwütigen Worgen mit Eifer und den Steinhauer Eber mit Ansturm. So, und dann machen wir das Ganze mal. Und zwar so, dass alle Diener sterben. Und er kann seine Gewächse anbauen. Das ist ja witzig. Ich finde das lustig. Mit dieser Animation da, das macht schon was. So, was haben wir hier? Heilige Entwesung, ja? Damit sind wir der Züchtung einer neuen Art von psychedelischer Melone einen Schritt näher. Na, das kann ja was werden. So, wir haben jetzt zwei Diener auf dem Feld, die nach ihrem Tod weitere Diener beschwören. Okay, wir haben Heilige Nova, die macht zwei Schaden. Wir haben den, der macht einen Schaden, und den, der macht einen Schaden. Dann machen wir jetzt mal Folgendes. Erstmal müssen wir natürlich die töten. Ganz normal. Und zwar so, dass wir nach ihrem Tod immer noch genug Möglichkeiten haben, diese ganzen Tokens hier zu besiegen, und zwar mit dem Seelensog. Und auch das geschafft. Das ist cool, das gefällt mir. Einfach alles zerstören. Macht ihn zur Schnecke. Ich weiß, die sind auf unserer Seite, aber sie müssen weg. Wir brauchen das ganze Feld. Greift jeden feindlichen Diener an, nachdem diese ausgespielt wurde. Das ist cool. Dieser Diener wird in der nächsten Runde bereit sein. Ah ja, verstehe. Von denen kriegen wir eine Münze. Es sieht jetzt erstmal nur so aus, als hätten wir zwei Mana, aber eigentlich haben wir in der Runde vier Mana. Wir spielen jetzt erstes Mal diese Tentakeln von Zoth. Fügt allen Dienern einen Schaden zu. Das sorgt dann dafür, dass der Death Rattle-Effekt diese Gargoyles tötet. Wir dann zwei Münzen kriegen, die wir einsetzen werden, um die Urschnecke zu spielen. Und da sie giftig ist, wird er sie sofort angreifen und dabei sterben. Das nächste Rätsel. Hartnäckige Scheuchen. Lasst einen feindlichen Diener auf die Hand eures Gegners zurückkehren. Ja, da würde ich sagen, den hauen wir weg. Ja, das habe ich gemerkt. So, jetzt brauchen wir Ausweiden, um den zu töten. Der danach allerdings natürlich auch etwas spawnt hier, der Erntehöhle. Und das müssen wir dann mit Meucheln erledigen. Aber es klappt. Naja, ich sag mal so, der Anfang der anderen Rätselsektion, der war ja auch immer sehr einfach. Das merkt man jetzt hier auch, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es am Ende schon recht kompliziert wird. Kann nicht als Ziel von Zaubern oder Heldenfähigkeiten gewählt werden. Macht regen Gebrauch von ihnen. Oh, ja. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir brauchen den schwungvollen Hieb. Auf ihn. Auf ihn können wir ja nicht, aber auf ihn. So, da kriegen wir ein bisschen Angriffskraft dazu. Und jetzt können wir Zoggoth
töten. Sehr schön. Es wird langsam, aber sicher komplexer. So wünsche ich mir das ja auch. Perfektes Positionsspiel. Das ist ziemlich viel Kram. Ich denke aber, ich weiß, wie wir das machen müssen. Das ist übrigens eine coole Karte, der Dampfdruckschütze. Der ermöglicht eben, dass wir mit dem Jäger hier unsere Heldenfähigkeit auch auf Diener anwenden können. Das müssen wir eigentlich auf den machen. Dann machen wir den weg. Dann den Wolfsreiter, der den tötet. Und dann haben wir hier den Explosionsschuss. Fügt eine Diener 5 Schaden zu und benachbarten Dienern 2 Schaden. So. Und dann setzen wir den in der Mitte, um alle zu töten. Yay. Gute Arbeit. Kanada wird erfreut sein über diese Lieferung. Oh Gott. Oh Gott. Manche von diesen Dienern sind nicht tot zu kriegen. Unkraut vergeht nicht, was? Nun ja, Deathwing tot zu kriegen dürfte etwas schwierig sein. Wir brauchen als erstes das Machtwortschild auf einen von euch. So, da kommt der erste Tick. Dann brauchen wir Liz. Dann brauchen wir die Blitzheilung. Das. Das war tatsächlich falsch. Das gibt's doch nicht. Was habe ich denn falsch gemacht? Ich habe ihn zu sehr geheilt, glaube ich. Kann das daran gelegen haben? Also es ist egal, was wir machen, auf jeden Fall wird einer von denen sterben. So. Und zwar schon mit dem ersten Zauber. Es gibt auf jeden Fall keine andere Möglichkeit, als zu anfangen, direkt dieses Ding zu spielen. Wenn ich jetzt den spiele und dann wieder die, dann überlebt er aber wieder. Das ist das gleiche in grün, glaube ich. Nee, er überlebt nicht. Was habe ich denn vorhin anders gemacht? Das muss ich, glaube ich, nochmal anschauen, was ich da eben anders gemacht haben soll. Also gefühlt war das dasselbe. Oh, Jesus Christ. Drachenentsorgung, ja. Witzig. Ach, du grüner Glimmer. Wie sollen wir die bloß loswerden? Verleiht eurer Waffe plus einen Angriff. Also wir brauchen offenbar eine Waffe. Dann brauchen wir... Ich glaube, wir müssen erstmal gucken, dass wir einen hortenden Drachentod kriegen. Ich bin mir nicht sicher. Überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung eigentlich. Aber... Ein raffinierter Cocktail. Los geht's. Los geht's. Ich hätte was viel Besseres machen können, sehe ich gerade. Wir sind ganz schön fest verwurzelt, was? Es ergibt viel mehr Sinn, Meucheln auf den einzusetzen.
Damit nämlich direkt unser tückisches Messer hier stärker wird, dann machen wir den. Dann machen wir den. Dann haben wir 6. So, und mit diesen 6 können wir jetzt. Los geht's. Vorbereitung, seht ihr hier, der nächste Zauber, den ihr in diesem Zug wirkt, kostet 3 weniger. Damit können wir den Klingenwirbel spielen und zerstört eure Waffe und fügt allen feindlichen Dienern den Schaden dieser Waffe zu. Und da das 6 ist, sind die alle tot. Und jetzt haben wir noch genug Zeug, um unsere eigenen Diener hier loszuwerden. Und wir haben Tabula Rasa. Schon bald werden wir den Lohn unserer Mühen ernten. Und nach Kanada verkaufen. Sehr schön. Das ist auch ein Modus, der mir viel Spaß macht. Gute Ideen. Wirklich gute Ideen. Und da haben wir schon den ersten Abschnitt. Überleben finde ich auch interessant. Sieht ein bisschen so aus, als... Ja, ist natürlich die Frage... Als würde es darum gehen, Lethal abzuwenden oder so, indem man bestimmte Bordsituationen herstellt, zum Beispiel Taunt oder sowas, aber es wäre vielleicht auch zu einfach. Gucken wir erstmal weiter hier. Ein guter Anfang. Ich habe Glimmer, den ihr verteilen könnt, wenn ihr bereit seid. Flubidinius Flob, der erste Schritt zur Weltherrschaft, die Züchtung gigantischer Erdbeeren. Oh ja, das habe ich mir auch schon immer gedacht. Hätten Pinky und Brain das mal bedacht. Dann wären sie wahrscheinlich einen ganzen Schritt weitergekommen. Aber leider ist es ja nicht so gekommen. Vielleicht. Ich habe die Serie nie zu Ende geguckt. Daher weiß ich nicht wirklich, ob sie am Ende Weltherrschaft erlangen. Uta gegen Flurp. Der Sprecher macht es sich auch einfach. Nennt ihn einfach Flurp. Willkommen in meinem... Der konnte wahrscheinlich den Namen einfach nicht aussprechen. Oh Gott. Okay. Fügt allen Dienern 8 Schaden zu. Das ist natürlich schon mal geil. Vernichtet alle Diener außer auf jeder Seite den Diener mit dem höchsten Angriff. Problem ist, dass Deathwing nicht angreifen kann. Das ist ein bisschen sehr doof. Setzt den Angriff eines Dieners auf 1. Wir müssen auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise Angriff eines Dieners auf 1. Warum sollte man das machen? Warum sollten wir den Angriff eines Dieners auf 1 setzen wollen? Warum? Was hat das für einen Nährwert? Ich weiß. Deswegen. Und wenn wir das jetzt machen, dann haben wir nur die und die heben sich gegenseitig auf. Ach, ich dachte gerade schon. Hä? Aber so ergibt es natürlich Sinn. Perfekt. Gut, haben. Steinhauer Eber. Ein Soft, der Spielverderber. Diese Diener wuchern unkontrolliert. Das wird Schwerstarbeit. Ich sehe schon, diese Diener hier, diese Brut, verstärkt nämlich leider die anderen Diener. Was ist denn, wenn wir einfach mal den spielen? Was lauert in den Tiefen? Ich habe natürlich nicht bedacht, dass meine Diener auch weg müssen. Mächtige feindliche Diener sind äußerst nützlich, wenn ihr ein paar eurer eigenen Diener loswerden wollt. Wir machen jetzt erstmal den weg. Ich glaube nämlich, den brauche ich gar nicht. Doch, ich glaube, ich hab's. So, dann heile ich den. Dann machen wir den.
Der tötet alle. Und dann machen wir Meucheln auf den. Und Ausweiden auf den. Und Tabula Rasa. I like that. Oh, ich sehe eine neue Karte. Wir dürfen keinen Glimmer verschwenden. Bringt bitte den Abfall weg. Macht einen Diener giftig. Welchen Diener wollen wir denn giftig? Verursacht einen Schaden. Fügt einen Feind von einem anderen. Welchen Diener müssen wir denn giftig machen? Eigentlich den Schildmeister. Oder? Es heißt ja, man soll seinen Pflanzen freundlich zu sprechen. Also wir machen jetzt mal eben den giftig und sorgen dann dafür, dass der Ogre verschwindet. Den kriegen wir nämlich sonst nicht weg. So. Dann Frankenhieb und Mondfeuer auf unseren eigenen. Ja, wird doch. Es klappt. Bis jetzt noch. Und noch mehr. Für die Smoker. Oh nein. Das sind die Überreste eines früheren Experiments. Lasst sie verschwinden. Was habe ich noch in einem der vorherigen Folgen gesagt, dass ich diese ganze Verwirrscheiße mit dem Priester einfach nur hasse. Kopiert eine zufällige Karte aus der Hand des Gegners. Was ist das bloß? Vernichtet einen befohlenen Diener und fügt allen feindlichen Dienern Schaden zu, der seinem Leben entspricht. Der seinem Angriff entspricht. Okay. Zuerst mal brauchen wir den. Irgendwas ergibt da gerade wenig Sinn. Ja. Das wird nix. Das wird nix. Da muss ich doch irgendwas mit Verwirren machen. Denn wenn ich den jetzt angreife, ist er nicht tot. Und wenn ich Schattenflamme spiele, ist er auch nicht tot. See? He's alive. Okay. Das muss also noch irgendwie anders passieren. Geduld ist die Tugend des Gärtners. Aber wie? Schattenflammen. Und wenn ich so mache, I see. So. Dann so. Ich habe mich verwirren lassen. Durch das Gift der Kaisergrube habe ich mich verwirren lassen. Aber so ergibt es natürlich viel mehr Sinn. Also manchmal versucht dieses Spiel natürlich falsche Brotkrumen auszulegen, ne, damit Hänsel und Gretel sich wirklich dann zu Tode finden. Beziehungsweise sich gar nicht finden, aber
So kriegen wir es auch irgendwie hin. Was machen wir denn mal hier am besten? Vernichtet alle Diener mit maximal 2 Angriff. Okay. Donnerknall! So. Ich zerschmettern! So. So. So, und wenn wir jetzt tauschen, dann haben die alle maximal 2 Angriff und sterben. Das war ein Zauberspruch, der alle Diener mit maximal 2 Angriff auf dem Spielfeld tötet. Das hat jetzt natürlich sehr gut gepasst. Wir sind Hexenmeister. Das sieht komplex aus. Diese Diener sind Unkraut. Rottet sie aus mit stumpfem Stiel. Oh. Vernichtet einen Murloc, vernichtet einen Piraten. Vernichtet einen befreundeten Diener und erhält dessen Angriff und Leben. Ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall mit der hungrigen Krabbe den Murloc töten, mit dem den Piraten. Jetzt haben wir 9. Das reicht nicht, um den zu töten. Vertauscht Angriff und Leben eines Dieners. Ich habe eine andere Vermutung. So, wir müssen. Wir müssen hier nur den Murloc töten, aus einem ganz einfachen Grund. Der Murloc hat mehr Leben. Und den kriegen wir, glaube ich, gleich auch anders weg. So, wenn ich jetzt den verrückten Alchemisten auf den spiele, mein neues Rezept wird euch gefallen. Dann hat er weniger Leben. Wenn ich den jetzt hier so spiele, dann sind die beiden weg. Wir haben wie viel Angriff? 8. Und müssten beide töten können durch die Schattenflamme. Das hatten wir auch schon in einer der vorherigen Runden jetzt mit der Schattenflamme. Und hier klappt es auch wieder wunderbar. Oh Gott. Zauberschock. Golemak. 2020. Fügt einem feindlichen Diener einen Schaden zu, nachdem ihr einen Zauber gewirkt habt. Erstmal die Vorbereitung. Dann die Klingenblütensalve. Dann die gefälschte Münze. Dann die Klingenblüte. Die nächste Klingenblüte. Dann meucheln auf einen von unseren. Geht leider nicht anders. Meucheln auf den nächsten. Und Schattenschritt, um den wegzukriegen. Da kehrt auf unsere Hand zurück und kostet weniger. Flo ist besiegt. Als nächstes könnt ihr euch bei Dr. Morrigan nützlich machen. Oh Gott, das klingt nicht gut. Aber probieren wir es mal. Florbi Bidibus Florb ist besiegt. Oder wie auch immer er heißt. Aber auf jeden Fall wird er eine gehörige Ladung an Gewächs nach Kanada versenden. Zum Konsum. Der erste Schritt zur Weltherrschaft halt. Macht sie alle abhängig. So, jetzt sind wir offenbar bei Dr. Morrigan. Ihr seid neu hier, richtig? Ah. Meldet euch bei meiner Assistentin. Die gibt euch eine Einführung.
Okay, dann fangen wir mal mit der Assistentin an, Dämonologin Dran. Dran hat sich mit Leib und Seele ihren Experimenten verschrieben. Also natürlich nicht mit ihrer eigenen Seele. Nein, natürlich nicht. Was wäre sie denn für eine Dämonologin, wenn das so wäre? Verkette Reaktion. Schreckt nicht davor zurück, eure eigenen Diener zu traktieren. Dr. Bumm würde es euch jedenfalls nicht krumm nehmen. Das glaube ich. Er ist ein verdammter Sadist. Ziehe Max auf. Andrew gegen Dran! Nicht schon wieder Priester. Ich hasse das. Zeit, die Batterien aufzuladen. Es ist wieder verwirrend. Es ist immer verwirrend. Warum muss es denn immer verwirrend sein? Entsorgt alle Diener, aber lasst mir ihre Seelen übrig. Ich habe Pläne. Okay, was haben wir denn da? Vertauscht Angriff und Leben eines Dieners. Vertauschen. Schrumpfmeister. Schattenwort, Tod, Schrecken. Verleiht allen feindlichen Dienern minus 3. Angriff in Diener. Okay, was ist denn grundsätzlich, wenn wir erstmal alle vertauschen? Lasst mich in Ruhe! Oh, die Seelen wandern da ja echt rein. Cool. Kleinigkeiten, aber cool. Ich hab mir den Hof eingerissen. Okay. Das war erstaunlich einfach. Aber glücklicherweise, wie gesagt, ich habe auf diese Verwirrscheiße einfach keine Lust. Ja. Das waren wohl alle Pflanzen, die wir für euch anbauen werden. Kanada. Lob erntet Früchte, wir ernten Seelen. Das ist praktisch dasselbe. Ja, auf jeden Fall ist das dasselbe. Auf jeden Fall. Es ist recht offensichtlich, dass der auf 6 muss. Ja, ein Kinderspiel. Ja, ein Kinderspiel. Passt, glaube ich, nicht, aber wir probieren es einfach mal. Nee, wartet mal. Einen mit 4 haben wir. Ja, wir machen es mal so. Jetzt entweihen. Die müssten auch alle sterben. Großartig und geschafft. Gute Arbeit. Danke sehr. Waffen eines Kriegers. Das sieht sehr danach aus, als müssten wir die Blutklinge einsetzen. Verleiht einem zufälligen befreundeten Diener Eifer. Was ist denn, wenn wir den spielen? Wo greifen wir denn jetzt mal an? Luchta, Ogre. Wirbelwind? Nee, das passt nicht ganz. Das passt nicht ganz, aber so weit waren wir jetzt nicht weg. Okay, also, das ist vielleicht zu teuer. Vielleicht ist es zu teuer. Wobei, wenn ihr aufgebt, können wir einfach eure Seele. Das alleine kostet ja schon 5 Mana. Wie ist es denn, wenn wir erst das machen?
Ne, wir machen jetzt erstmal die Blutklinge. So. Die Blutklinge in sich hat ja schon zwei integrierte Dingsies. Ihr wisst schon, was ich meine. So. Ich dreh durch das. Ja, so kommt es hin. Wie gesagt, keine Ahnung, da gäbe es wahrscheinlich auch andere Möglichkeiten. Ich habe das, also gerade jetzt bei Tabula Rasa und bei dem letzten, bei dem Spiegelbild, hatte ich immer das Gefühl, dass es da mehrere Möglichkeiten gibt. Doppelten Seelenwert? Macht einen Diener giftig? Wenn wir den giftig machen, müsste er alle töten. Wie kriegen wir den denn aber dann tot? Also wir müssen den giftig machen. Das reicht aber nicht, um ihn zu töten. Muss ich da irgendwas mit der Hero Power machen? Die Frage ist dann nur was. Das ist dann die bessere Frage. Ich lasse ihre Seelen frei. Und dann fangen wir von vorne an. Wir brauchen alle auf einmal. Wir müssen den giftig machen. Es gibt keine andere Möglichkeit, alle anderen Diener loszuwerden als die. Und wenn wir den verstärken, das ergibt keinen Sinn. Warum haben wir 6 Mana? Er zeigt uns ja mehr oder weniger, dass wir die Hero Power einsetzen sollen. Aber wofür müssen wir sie denn einsetzen? Und wenn wir einen davon entfernen, dann passiert ja auch nichts. Und wenn wir den anderen Diener giftig machen? Verleiht einem Diener Spott. Probiert es noch einmal. Seelenernten ist harte Arbeit. Aber es ist so befriedigend, ihre Schreie zu hören. Das ist, wenn wir einem von denen Spott geben. Passiert ja auch nichts. Ah, ich weiß. Ich weiß. Ich bin so doof. Man hat... Wir müssen genügend Seelen auf einmal. Das wütende Huhn kriegt plus 5 Angriff, wenn er verletzt ist. Normalerweise kommt diese Situation nicht oft zustande und deswegen wusste ich das gerade auch nicht. Man hat das einfach so selten, dass man diese Karte überhaupt irgendwie sieht. Also wir verpassen dem das. So, dann greifen wir dem an. Dann hat er nämlich jetzt 8 Angriff. Und jetzt können wir den töten. Und dann sterben auch alle, weil er giftig ist und seine AOE-Welle nicht nur 2 Schaden macht, sondern trotzdem. Da muss man auch erstmal drauf kommen, da muss man richtig um die Ecke denken. Was sind das hier? Rätselmodus.